Hallo, ich bin Daniel von Tappet.de hier auf der Monster Pressekonferenz und wir haben hier was Neues, und zwar wurden die neuen Monster DNA Kopfhörer vorgestellt und die gibt es in unterschiedlichen Farben. Hier sehen wir sie, einmal die Farben, dann kommt Marco für die Kameraführung und das sind die blauen. Ich würde mal sagen, das sind die coolsten von allen. Es gibt noch rote und schwarze Akzent. Und das Besondere an denen, gehen wir mal herum, wir haben hier ein graue Farbe und außen halt blau, sehr, sehr schön. Es ist glänzend, sieht sehr, sehr cool aus und vor allem man kann sie mal wieder falten, sodass man sie halt sehr, sehr bequem verstauen kann. Was auch cool ist, wir können hier Musik sharen. Das heißt, wir haben zwei Klinkereingänge. Einmal für den iPod, iPhone oder einfach nur euren MP3-Player. Und dann kann man einen weiteren Kopfhörer anschließen. Es muss nicht unbedingt Monster sein, Fanky. Aber es kann natürlich das sein. Und dann können beide Musik hören mit nur einem iPhone oder Abspielgerät. Und ich setze ihn mir mal ganz kurz auf, damit ihr das mal seht. Ich bin jetzt nicht so schön wie die ganzen Models vorhin, aber ich denke, man sieht ganz gut, wie gut sie sitzen. Man merkt sie nach 2 Minuten Musik hören nicht mehr wirklich. Das heißt, es drückt nicht zu stark dran, aber trotzdem schirmt es ganz gut von außen ab. Es gibt kein Noise Cancelling, aber wenn ich mal Musik anschmeiße, ist das Ganze ziemlich laut. So, und was kann ich zur Musikqualität sagen? Sie ist mal wieder top. Super Musikqualität, sehr, sehr schöne Bässe. Man hört sehr, sehr gut die Höhen und auch die Mitten raus. Und was wird es kosten? Es kommt im Oktober, Ende Oktober, Anfang November raus und wird 199 € kosten. Wird dann erhältlich sein bei Mediamarkt, Saturn und den üblichen Verdächtigen. Das sind also die Monster DNA Kopfhörer von der Monster Pressekonferenz auf TIFA 2012. Ich bin Daniel von Tappet.de und vielen Dank fürs Zusehen.